Eine Stärkung im Innenhof der mondänen Villa Kennedy, dann konnte das WM-Abenteuer endlich beginnen. Mit viel Vorfreude und großen Zielen machten sich die deutschen Fußballerinnen am Montag auf die erste Etappe ihrer Tour de France. Bildergalerie Frauen-WM 2019, der Kader der DFB-Frauen im Überblick 24 Bilder, endlich ist es soweit, alle haben ein Strahlen im Gesicht, dass die Zeit endlich gekommen ist, sagte Kapitänin Alexandra Popp, nachdem sich ihr Team bei bestem Sommerwetter zum gemeinsamen Mittagessen im Frankfurter Nobel Hotel versammelt hatte. Auch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg strahlte, als sie vor die zahlreich erschienenen Reporter trat: "Ich bin froh, dass es losgeht. Das gibt jetzt die letzten 3-4% vom Gefühl her." 5 Tage vor dem Auftaktspiel gegen China am Samstag ging es dann per Bus zum Flughafen, wo der Charterflieger wegen eines Gewitters mit einstündiger Verspätung gegen 17.00 Uhr mit der 30-köpfigen Delegation nach Rennes startete. DZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live. DFB-Frauen wollen nach Tokio. Die Zielvorgabe des zweimaligen Weltmeisters ist ambitioniert, das Ticket für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio soll gelöst werden. Dazu muss es die DFB-Auswahl unter die 3 besten Teams Europas schaffen. Da von den Favoriten ja auch einige aus Europa kommen, müssen wir dafür schon weit kommen, sagte Popp. Jetzt das aktuelle Trikot des DFB-Teams bestellen, hier geht's zum Shop. Anzeige: Auch wenn 9 Olympiasiegerinnen an Bord sind, befindet sich die DFB-Auswahl nach 2 Krisenjahren im Umbruch. 12 Jahre nach dem bislang letzten WM-Erfolg stellt Deutschland im Schnitt 25 Jahre und 10 Monate die 5. jüngste Mannschaft des Turniers. 15 Spielerinnen erleben ihre erste Weltmeisterschaft überhaupt. Holt das junge Team tatsächlich den 3. Stern, erhalten die Spielerinnen eine Rekordprämie. 65.000 Euro gibt es pro Kopf für den Titelgewinn, dazu 10.000 Euro für die erfolgreiche Olympia-Qualifikation. Gruppensieg als erstes Etappenziel. Das erste Etappenziel lautet Gruppensieg. Denn sonst droht im Achtelfinale schon das Duell mit den Weltmeisterinnen aus den USA. Als größter Rivale im Kampf um Platz 1 in Gruppe B gilt der zweite Gegner Spanien, 12. Juni, Valencien. Im 3. Vorrundenspiel ist Deutschland gegen den WM-Debütanten Südafrika, 17. Juni, Montpellier, klarer Favorit. Meistgelesene Artikel: Tennis, Grand Slams, Zverev verdient sich Paris-Kracher. Handball, Champions League: De Singer feiert Handball-Wunder. Tennis, Grand Slams, darum ist Federer alleine in Paris. Fußball, DFB-Team Löw auf dem Weg der Besserung. Fußball, La Liga: Reis fuhr bei Unfall mit 237 Kilometern, doch zunächst gilt der Fokus dem Auftakt gegen China. Wir wollen gut in die Gruppenphase starten, um uns gutes Selbstvertrauen zu holen für die K.O.-Phase, wenn es um die Wurst geht, sagte Vizekapitänin Svenja Huth. Voss-Tecklenburg, die ihren Schützlingen im Anschluss an die gelungene Generalprobe am vergangenen Donnerstag 2:0 gegen Chile ein freies Wochenende zum Durchatmen gewährt hatte, warnte davor, die Asiatinnen zu unterschätzen. Das ist eine physisch starke und eingespielte Mannschaft. Da müssen wir viel auf den Platz bringen. Let's block it. Why?